Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich keinen konkreten Laufschuh dabei, sondern wir sprechen über das Thema Sprengung. Ja, Sprengung heißt auf gut Deutsch, wir müssen uns damit beschäftigen, wie vermisst man einen Laufschuh überhaupt, was ist die Bedeutung von Sprengung und ich möchte später noch darauf eingehen, wie man Verletzungen, die gerade dabei sind aufzutreten, etwa mit der Sprengung ein bisschen beeinflussen kann oder sogar Verletzungen vorbeugen kann. Ich denke, wir legen direkt mal los. Und beschäftigen uns jetzt als nächstes mit der Vermessung von Laufschuhen. Bei der Vermessung der Laufschuhe kommt jetzt der Leichtathletik-Weltverband ins Spiel und der hat festgelegt, dass man den Laufschuh auf eine waagerechte Fläche stellen soll. Hinten ist 0%, vorne ist 100% und die beiden Vermessungspunkte sind bei 12% und 75% zu setzen. Ja, das heißt also konkret, die Hinterfußhöhe wird bei 12% gemessen, die Vorfußhöhe bei 75%. Und der Höhenunterschied zwischen hinten und vorn ist genau das, was man als Sprengung oder Drop bezeichnet. Zwei Beispiele habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Einmal vom Nike Pegasus 41, ein ganz aktueller Schuh. Der steht hinten 37 mm hoch, vorne 27 mm, ergibt also eine Sprengung oder einen Drop von 10 mm. Umgerechnet mit den entsprechenden Längen des Schuhs ist das ein Gefälle von 5,2%. Wie ich finde, eine sehr, sehr hohe prozentuale Gefällegröße. Das heißt also auf gut Deutsch, man läuft da mit einem sehr, sehr hohen Gefälle. Nicht zu unterschätzen ist das tatsächlich, wenn man ja normalerweise 10, 20 oder vielleicht sogar mehr Kilometer mit dem Teil läuft. Zweites Beispiel ist auch ein ganz aktueller Schuh, Hoka Mach 6. Der steht hinten 37 mm hoch. Und vorne 32 mm hoch. Ergibt eine Sprengung von 5 mm und ein Gefälle von 2,7%. Das heißt, die prozentualen Gefälle sind nicht ganz proportional zu sehen, weil man da auch die Schuhlänge mit berücksichtigen muss. Ja, also man sieht schon sehr, sehr unterschiedliche Gefälle und eventuell auf langen Strecken ergibt das ganz, ganz unterschiedliche Kräfte, die da vorne oder hinten, je nachdem im Bereich des Beines, des Knies, des Fußes wirken. Und in dem Sinne kann das natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Verletzungen haben. Und das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Ja, ich habe euch jetzt mal eine Tabelle aufbereitet, wo man sehr, sehr schön sehen kann, bei welcher Belastung man den entsprechenden Drop oder die entsprechende Sprengung nehmen sollte. Also falls ihr diejenigen seid, die im vorderen Bereich des Bewegungsapparats Probleme habt, also am Knie, an der Patellasehne, im vorderen Bereich des Unterschenkels oder im Vorfußbereich, dann würde ich euch den Tipp geben, eine relativ niedrige Sprengung zu wählen beim Schuh. Umgekehrt, wenn ihr in der Wade, in der Achillessehne oder an der Ferse Probleme habt, verletzungstechnischer Art oder vorbeugender Art, dann würde ich zu einer relativ hohen Sprengung raten. Also man sieht tatsächlich, die Kräfte kann man ein wenig steuern. Man muss wohl wissen, wenn ich auf der einen Seite die Kräfte anders verteile, treten sie natürlich irgendwo anders auf. Also an der Stelle, wo ich die Kräfte wegnehme, verschwinden die nicht, sondern die treten nachher an anderer Stelle wieder auf. Das ist einfache Physik oder Mechanik. Da kann man nichts dran machen. Da muss man auch kein Fachmann für sein beim Laufen. Das ist ganz klar geregelt. Ja, in den nächsten Inside-Laufschuh-Videos von mir werdet ihr vielleicht was von Carbon-Schuhen sehen. Also sprich, Carbonplatte wird ein bisschen näher beleuchtet und eine Serie wird auch sich mit den Schäumen beschäftigen. Wenn ihr Lust habt, also guckt euch das an. Sonst, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns. Bis bald, macht's gut.